Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video heute in Augsburg. Heute schauen wir mal, wie kriminell Augsburg ist. Film mal hier hin, Bruder. Auf jeden Fall. Okay. Es geht los, ne? Würde ich sagen. Halil? Ich würde sagen, lass es krachen. Stellt euch erstmal alle vor. So, Name? Arda. Mamba. Monte. Alem. Robin. Emanuel. Derek. Sami. Okay, ihr seid alle aus Augsburg? Ja. Ja? Okay. Ist Augsburg gefährlich? Ja, nein. Ja, geht's? Keine Ahnung. Kann man machen. Ja, es geht schon. Also es kommt drauf an. Ja, manche Gebiete, manche nicht. Ja? Ja. Geht schon. Ziemlich gefährlich. Okay. Was hört man so? Also man hört, dass so Leute mit Königsketten gehauen werden, Straßenbahnen. Okay. Oder dass Leute in Kriegshaber angeschossen, abgestochen, alles dies, das. Ja? Zu viel Action in Augsburg, ein Film, ja. Schau da rein, Bruder. Also keine Ahnung, so wenn ein paar Stress geschoben haben, dann geht man dahin, dann redet man. Dann warte, bis einer so Klatsch oder so gezogen hat und dann. Die Frage ist jetzt von mir, zu alleine hin? Manche eigentlich nur mit einem Kollegen. Traust du dich alleine hinzugehen? Jetzt mal offen und ehrlich. Jo, traut ihr euch alleine, also, wohin zu gehen? Kommt ja, drauf an, gegen wen. Also ich finde, jetzt zum Beispiel, wenn ich weiß halt, wenn ich weiß, dass der andere auch alleine kommt, dann ich komme auch alleine. Aber wenn ich mir so sicher bin, dass er so einer ist, der mit Leuten kommt, dann komme ich auch mit Leuten. Okay. So. Man kennt ja aber nicht Leute, aber nicht damit die Leute. Nicht damit die Leute den anderen schlagen, sondern damit die Leute einfach da sind, falls die was passieren sollte, falls sie in der Überzahl sind oder so. Ja. Aber ihr seid ja alle in so einer Altersgruppe von 15, 16. Ja. So. Oder? 14. Erstens. Egal. Was denn? Egal. Die Jugend, generell Jugend. Ja. Seid ihr. Ist das normal so? Nein, nicht normal. Schämt ihr euch irgendwo generell für die Jugend? Ja, schon. Ziemlich. Nein. Du nicht? Warum du nicht? Keine Ahnung, das ist ganz normal so. Ja, ganz normal. Ja, weil so. Kinderklasse oder so. Jugendknappe. Oder ganz, dieses Alkohol, Drogenzeug, alles. So, ja, hier, kriminell da, kriminell da. Ja, ich würde halt sagen, das ist halt alles scheiße. Man muss halt vor allem auch immer an die Eltern denken. Ja, klar. Ganz wichtig. Ja, deswegen, man sollte alles nochmal überdenken, bevor man was macht. Ja. Augsburg, okay? Mhm. Seid ihr stolz drauf, dass Leute denken, dass es hier kriminell ist? Nein. Ja. Es ist bei keiner Stadt. Du sagst immer ja. Ja. Warum? Weil Augsburg. Also Leute sollen wissen, dass du hart bist. Ach so. Kriminell, du bist krass. So. Manchmal. Aber ihr seid der Meinung, nein. Ist scheiße. Ja, man sollte. Gebt ihr euer Bestes, besser zu werden. Ja, natürlich. Mein eigenes. Wollte noch was sagen, letzte Worte. Was folgt mir auf Insta, SamiYKS. 082-AXDA und ich grüße meine Jungs. München, die Hut. München. Hey, ist München. Verräter, bist du Schläger, Digga. Komm mal her, Mann. Ich bin Lars, 14 Jahre alt, komme aus München. Also hallo, ich heiße Mohamed, ich komme aus Marokko und Türkei und ich bin 15 Jahre alt. Ich bin Grant mit 16, ich komme aus Italien und Ghana. Hallo, ich bin Theo, ich komme aus Griechenland und Ägypten und ich bin 14 Jahre alt. Hi, ich bin Enke, ich bin 15 Jahre alt und ich komme aus Augsburg. Ist Augsburg kriminell? Ist Augsburg kriminell? Ja, ich komme nicht aus Augsburg, kann nicht so beantworten. Was denkst du? Klappt schon. Ja? Also ich bin dir jetzt ehrlich. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Augsburg ist nicht kriminell. Auf jeden Fall, es gibt ein paar, also ich kenne viele, die sind etwas älter, aber so von Jugendlichen, das sind alles nur kleine Kinder, kein Kriminell. Jetzt mal, ihr alle seid dort zwischen 13 bis 16. Ja, ja. Okay? Deswegen frage ich euch jetzt mal, wie ihr das so seht. Also, ja. Oder einfach erzählt. Okay, er kann weitermachen. Also, die Kriminalität so generell, heutige Jugend so. Für mich so ist keine Kriminalität hier in Augsburg, das ist so normal, aber manche Junge denken, das ist nicht so Kriminalität, aber... Also ich finde, Augsburg ist nicht kriminell, aber es kommt auf Hitloch an. Ja klar. Also ich finde Augsburg schon kriminell, meine Oma sagt mir auch immer so, ja ich muss voll aufpassen und so, weil das ist einfach voll... Weißt du, dass du jetzt bei der Mädchen bist? Ja, also für Mädchen definitiv, für Jungs, die so ein bisschen strammer sind, sag ich mal, für die ist es nicht so gefährlich, aber es gab ja auch hier so bei einem Park letztes Jahr, gab es eine Messerstecherei zwischen 14-Jährigen und so, das ist voll... Also generell, die heutige Jugend ist... Ja, auf jeden Fall. Kriminell. Augsburg kriminell. Aber wartet mal, ihr seid ja ein bisschen jung, ne? Ja, aber wir wissen schon alles. Ihr wisst alles, ja, okay. Ja. Dann erzähl mal, was du weißt. Ja, schon geht. Also ein paar Freunde von uns waren... Also, was für Freunde? Eine Person, die ich kenne, war auch mal fast im Gefängnis. Ja. Ja, ist schon kriminell, kann man sagen. Also kommt nicht hierher. Ja, warum? Vertraut mir, kommt einfach nicht. Alle Crackies hier. Alle.
Also Augsburg, Tabu für irgendwelche anderen Städte, die gut sind, weil, Bruder, manche aus meiner Freundschaft, also dieser einen Freund von mir, manche müssen schon in Jugendamt sitzen und musste auch dahin gehen. Und Leute, vor allem diese Augsburger Lachkicks, was ist eigentlich damit mit den Falschglauben, diese Menschen, die das machen, das ist so unnötig. Und ja, Cracky. Crack, ja? Ja. Ihr seid 13? Ja. Seid ihr stolz drauf, dass Augsburg, dass ihr so über Augsburg redet? Also, ja. Ja? Hey, ja. Wir sagen einfach unsere ehrliche Meinung, juckt uns nicht. Ja. Ah, du bist stolz drauf? Ja. Safe. Ja. Gestern, eine ist an meine Freundin vorbeigelaufen, an Deva, und die sofort, einen falschen Move und ich kau dir eine. Direkt? Ja, direkt. Ich hab einfach nichts gemacht, die sagt, pass auf, was du sagst. Wollt ihr auch was sagen? Nein, komm nicht nach Augsburg, bitte, vertraut mir. Ja, ciao. Stell dich vor, laut, schreib es da rein. Mein Name ist Harley, bin 15 Jahre alt und komme aus Augsburg. Stell dich vor, aber schreib ein bisschen rein. Ja, mein Name ist Island, ich bin 15 Jahre alt, komme aus Irak. Mein Name ist Lua, ich bin 15 Jahre alt und ich bin von hier. Augsburg kriminell. Ja. Ja? Ja. Warum? Erklär mir mal. Bro, egal wo du bist, man sieht einfach in jeder Ecke irgendwelche Junkies rumlaufen. Gerade ich bin hier gefahren, irgend so ein Alkoholiker hat sich neben mich gesetzt, ich hab fast gekotzt wegen diesem Geruch. Augsburg kriminell. Ja, geht. Was ist kriminell? Oh, warum? Bist du kriminell? Nein, nein, Alhamdulillah, nein. Wegen halt. Was hört man so hier? Hier, halt wegen Leute und so, verkaufen Drogen und so. Das ist es halt. Was hört man so hier in Augsburg? Ja, auch so, im Bahnhof vor allem. Ja? Ja. Habt ihr was damit zu tun? Nein. Alhamdulillah, nein. Nein? Nein. Nein, nein. Nein. Sicher? Bist du sauber? Was? Bist du sauber? Ja. Safe? Safe. Ha? Ich grüße Edion Gashi und Baran. Wen grüßt du? Ich grüße meinen Vater. Wen grüßt du? Edion Gashi und Baran Kokmaz. Ist Augsburg kriminell? Ja. Ja? Warum? Boah, hier passiert voll viele Schlägereien und Klauen und so. Ja? Ja. In deinem Alter oder was? Ja, in meinem Alter. Ja? So 16 was? Und so. 16? Ja. Hast du schon mal selber was erlebt? Nein. Nein? Doch, Schlägerei. Du? Ja. Du. Erzähl. Ja. Der wollte mich auf Gleise schubsen. Wer denn? So ein Junge. Ein Junge wollte dich auf eine Gleise schubsen. Ja. Weil er hat meine Mutter beleidigt und ich habe ihn halt geschlagen deswegen. Und dann wollte er mich auf Gleise schubsen, dann wurde ich fast überfahren. Alter ist noch recht jung. Findest du, wenn die Stadt kriminell ist, bist du stolz drauf? Nein. Nein? Nein. Hast du dich gebessert? Nein. Nicht? Warum? Nein. Keine Ahnung. Hast du, nicht mal vor, dich ein bisschen zu bessern? Also doch, nicht doch. Wie jede, nicht wie alle zu sein. Doch, doch. Ja? Ja? Schaffst du? Weiß ich nicht. Was glaubst du? Ja, vielleicht schon. Vielleicht, oder? Ja. Mit der Zeit. Mhm. Hoffentlich. Willst du was sagen? Nein, aber abonniert alle.